Und mein Name ist Tobias Frank. Ich bin hier in der Autogringer Brauerei Geschäftsführer im technischen Bereich und gleichzeitig noch erster Braumeister. Die Otterkringer Brauerei gibt es seit 1837. Wir sind eine österreichische Privatbrauerei, immer noch im Familienbesitz. Und wir stehen also für höchste Bierqualität, für Sortenvielfalt, für Lebensfreude. Und wir geben eben zusätzlich zum guten Bier, gibt es eben auch noch ein Lächeln aufs Haus bei uns gratis. Dank des Dynafills gelang es uns erstmalig, die gesamte Energiebilanz der Brauerei zu senken. Gerade mit Hinblick auf die sehr heißen Sommermonate Juli und August konnten wir die Abfülltemperatur auf bis zu 30 Grad Celsius steigern. Bereiche, die mit konventioneller Abfülltechnik so nicht erreicht werden können. Das Füllprinzip ist für uns speziell spannend, weil wir eben unter Vakuum füllen. Das heißt, wir haben geringere Sauerstoffaufnahme im Bier, was eben für die Bierqualität, für die Geschmacksstabilität sehr, sehr entscheidend ist. Und der Dynafill ist eben für uns besonders interessant gewesen, weil er vor allem auch vom Platzbedarf her, wir sind hier mitten in der Stadt, wir haben unseren alten Füller austauschen müssen und haben praktisch die gleiche Füllerleistung mit einem deutlich kompakteren Füller generieren können. Wir als Krones sind unheimlich stolz auf das uns entgegengebrachte Vertrauen. Mit dem Dynafill wurde der jahrzehntelang in Partnerschaft zwischen der Otterkringer Brauerei und der Krones AG ein sehr erfolgreiches Kapitel hinzugefügt.